Nathalie Olivieri hatte genug Hunde gerettet, um zu wissen, dass Harper schrecklich missbraucht worden war und dass sie traumatisiert war, schreibt Hervin Offanimals Olivieri, Vizepräsidentin von Forever Bully Love Rescue, eine in Orlando ansässige Rettungsgruppe, fand Harper auf einem großen Feld in Redland, Florida, allgemein The Redlands genannt, einem Ort, der für seine hohe Streunerhundepopulation bekannt ist. Der Ort ist so ziemlich ein Müllplatz für Hunde, sagte Olivieri gegenüber The Dodo. Die Leute lassen sie einfach dort. Eine andere Organisation namens Redland Rockbit Abandoned Dog Project besucht die Redlands jeden Tag, um die obdachlosen Hunde dort zu füttern. Es werden etwa 350 Pfund Trockenfutter benötigt, um etwa 100 Hunde zu füttern, sagte Jessie Pena, Vizepräsidentin der Gruppe, gegenüber The Dodo. Es gibt jedoch mehr Hunde, als es helfen kann, erklärte Pena. Es gibt tausende von Hunden da draußen, sagte Pena. Wir decken nur einen kleinen Bereich ab. Redland ist riesig. Diesen Februar hat sich Forever Bully Love Rescue mit Redland Rockpit zusammengetan, um Geld für Hundefutter zu sammeln, aber auch um ein paar Hunde in der Gegend zu retten. Olivieri sowie drei weitere Freiwillige von Forever Bully Love Rescue reisten nach The Redlands, um Freiwillige der anderen Gruppe zu treffen. Für Olivieri, es war eine Erfahrung, die sie nie vergessen wird. Wir fuhren auf diese unbefestigte Straße, es war alles abgelegen, sagte Olivieri. Du würdest es nie alleine finden. Als Freiwillige von Redland Rockbit anfingen, Futter auszugeben, tauchten plötzlich Hunde auf. Da entdeckten die Retter Harper, einen einsjährigen Mischlingshund. Die Freiwilligen hatten sie schon einmal bei früheren Besuchen in The Redlands gesehen, sie glaubten, dass sie etwa 4 oder 5 Monate im Feld gelebt hatte. Harper kam mit ungefähr 5 anderen Hunden heraus, sagte Olivieri. Sobald Harper auf uns zukam und wir uns trafen, fiel sie vor Angst einfach zu Boden. Neben ihrer offensichtlichen Angst vor Menschen bemerkte Olivieri, dass Harper Narben auf ihrem Kopf und Rücken hatte. Sie wurde definitiv missbraucht und vernachlässigt, sagte Olivieri. Auf keinen Fall wollten wir sie dort zurücklassen. Retter schafften es, Harper eine Leine um den Hals zu legen, aber als sie versuchten, sie zurück zum Lastwagen zu bringen, weigerte sich Harper, sich zu bewegen. Wir mussten Harper abholen, sagte Olivieri. Wir haben sie zu diesem Zeitpunkt nicht einmal in eine Kiste gesteckt, also haben wir eine Decke auf den Boden gelegt. Als Olivieri und die anderen Freiwilligen von Forever Bully Love Rescue zurück in Orlando ankamen, nahmen sie Harper mit, und zwei weitere Hunde aus Redlands, zur Untersuchung zum Tierarzt, wo Harper wegen Anämie, Würmern und einer Zahninfektion behandelt wurde. Aber Harpers Angstprobleme würden viel länger brauchen, um zu heilen. Ungefähr 3 Tage lang stand sie nie auf, sagte Olivieri. Und wenn jemand Harper abholte, klammerte sie sich an sie, als ob ihr Leben davon abhinge es. Ich hatte noch nie einen Hund, der mich so fest festgehalten hat, sagte Jennifer Adorno, die Präsidentin von Forever Bully Love Rescue, gegenüber The Dodo. Es könnte ein Trost sein, oder es könnte sein, dass sie sich festhält, damit sie nicht fällt, sagte Olivieri. Schwer zu sagen bei so misshandelten Hunden. Since Forever Bully Love Rescue hat es nicht als physische Unterkunft, ging Harper direkt in Pflegefamilien mit einer Frau namens Cheryl Kessler. Harper ist erst seit ein paar Wochen bei Kessler, aber Kessler sieht bereits eine große Veränderung an ihr. Sie verlässt ihre Kiste und rennt draußen herum, sagte Kessler zu The Dodo. Sie macht Donuts im Hinterhof und ist einfach ein ganz normaler, typischer Hund. Ich liebe es zu sehen, wie sie aus ihrem Schneckenhaus herauskommt und ihre Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Jeden Tag sie macht es immer besser, sagte Olivieri. Sie wird immer mehr zu einem Hund, sie lernt, dass sie jeden Tag etwas zu essen bekommt und dass sie jeden Tag Liebe bekommt. Harper wird in etwa 5 Monaten zur Adoption freigegeben. Wenn Sie sie oder einen der anderen Hunde von Forever Bully Love Rescue adoptieren möchten, setzen Sie sich mit ihnen in Verbindung. Das Redland Rockbit Abandoned Dog Project hat auf seiner Website auch viele obdachlose Hunde, die ein Zuhause brauchen.